Herzlich willkommen zum großen Finale von World of Goo 2. Ich bin Anaik und heiße euch herzlich willkommen zurück. Beim letzten Mal haben wir Kapitel 5 angefangen. Der Bro ist mit seinem Schiff hier abgestürzt. Und uns fehlen noch 1, 2, 3, vielleicht 4 Level, bis wir dieses Spiel beendet haben. Wir schauen mal. Geschmolzene Schauer. Okay. Log-Eintrag 1. Ach, das wäre das erste Level gewesen. Okay. Hallo? Ist der Log-Rekorder eingeschaltet? Die Gurbälle sind lebendiger und voller Leben, als ich es mir je vorgestellt habe. Struktur scheint die Überreste einer großen Kreatur zu sein. Landung nicht möglich. Umleiten, um Schaden zu vermeiden. Ende der Durchsage. Ach du Scheiße. Okay. Wir wollen das Rohr aufwecken? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ne? Na gut. Kriegen wir hin. Okay. Wir bauen einen strukturell sehr stabilen Turm jetzt da hoch. Seht das schon? Der wird überhaupt... Alter, guck mal, überhaupt kein Problem, ja. Der wird easy... Alter, what? Okay. Ich habe gerade gesehen, wie unfassbar weit es bis nach da oben ist. Das wird ja ewig dauern. Um Himmels Willen, okay. Wir machen es mal so. In der Hoffnung, dass das irgendwie klappt. Diese strukturelle... ja, das sieht schon nicht gut aus. Die strukturelle Integrität irgendwie zu erhalten. Ja, Alter, wie hoch muss denn der Mist hier? Das ist ja krank. So viele Gubbel habe ich gar nicht. Okay, jetzt einfach hoch. Ja, sehr gut. So, der ganze Turm wird zerstört. Die Lava kommt hier runter. Wird diese Mine sprengen. Und was dann passiert, das weiß auch ich nicht. Ich hätte irgendwas tun müssen. Nee. Jetzt hier rüber? Ja. 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 Okay. Ja, guck mal. Nichts leichter als das. Sehr gut. Und ab dafür. So, die heißen Quellen sind als nächstes dran. Aha. Oh Gott. Oh oh. Log-Eintrag 3. Ich beobachte diese Welt, seit ich ein Kind war. Als ich den Log-Rekorder für diese Maschine entwarf, beschloss ich, die Einträge auf Schildern zu speichern. Das schien mir thematisch passend. Gut, dass sie nicht aus echtem Holz sind. Es ist heiß hier. Selbst in der Nähe vulkanischer Quellen gibt es Leben. Landung nicht möglich. Mehr als reichliche Hitze. Ende der Durchsage. Da ist so eine Glas-Ding-Kanone. Da ist noch mehr Glas-Goo. Die Röhre ist keine Ahnung wo. Will ich zu dem Glas-Goo? Will ich zu dem hier? Okay, er muss irgendwas schießen. Ach, da ist das Rohr. Okay. Er muss irgendwas schießen. Da brauche ich das Glas gleich. Okay. Okay, das heißt, wir bauen wieder sowas hier. Dass möglichst nicht an die Lava kommt. Das wird jetzt wieder super lustig. Weil sobald es die Lava dann natürlich berührt, sind wir alle am Arsch. Oh Gott. Oh, das wird wieder... Oh, das wird absolut fürchterlich. Das wird absolut fürchterlich, Leute. Ich sag's euch so, wie es ist. Ah,
Ich darf auch nicht ans Rohr kommen, weil wahrscheinlich werden die Gubale hier nicht ausreichen für das Rohr. Ach, das ist ja schrecklich. Ja, wir halten die Stabilität. Oh meine Fresse. Oh meine Fresse. Oh. Ja, ihr seht den Plan gerade in Action hier. Oh Gott. Das ist ein wackeliger Plan, wie man sehen kann. Aber bislang geht er so halbwegs auf. Nee. Oh Gott. Ich bekomme es mit der Angst zu tun. Ah! Oh! Oh Gott. Oh Gott, ich komme gefühlt nicht weiter. Komm schon. Komm schon, lass mich da hin. Lass mich da hinten hin. Oh! Oh mein Gott. Na, ja, lieber so. Better safe than sorry. Ich bin alles andere als safe hier. Oh, es ist verbunden. Es ist verbunden. Okay. Wir haben es verbunden. Wir haben auch das verbunden. Es kann geschlürft werden. Okay, da kommt immer mehr raus. Das ist schon mal gut. Und jetzt bauen wir unsere Glasverbindung hier an. So. Immer schön, ganz vorsichtig. Hier wird nichts einstürzen oder kollabieren oder sonst was. Das ist eine ganz normale Brücke, die dem Druck standhält, bitte. Aber es sieht ganz gut aus, was den Druck standhalten angeht. Ja. Machen wir mal so. Vorsichtshalber. Aber ansonsten sieht das doch hier ganz gut aus. So, Dille. Da wären wir. Aber das ist ja nur die halbe Miete, ne? Jetzt müssen wir den ganzen Scheiß darüber bauen. Oh Gott. Wie soll das denn gehen? Ach du Scheiße. Das sehe ich ja jetzt erst. Wie soll das denn gehen? Da brauche ich ja noch mehr Ballones. Ich muss den Mister jetzt echt drüber bauen, ne? Das heißt, ich muss hier Ballons von wegnehmen. Da bleibt ja gar nichts anderes übrig. Aber wenn ich hier die falschen Ballons wegnehme, dann wird dieses Ding irgendwann fallen. Das kann nicht gut ausgehen. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Das kann nicht gut gehen. Wie soll es gehen? Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Kann er jetzt nicht einfach hier den hier machen, oder? Das ist an Gefährlichkeit schon gar nicht mehr zu überbieten eigentlich. Ja, okay, da ist es kaputt.
Du gehst auch kaputt. Wie in aller Welt soll das funktionieren? Okay. Das kann nicht klappen. Wie soll das gehen? Was ist das für ein bodenloser Level? Digga, ich brauche kein Glas, ich brauche die schwarzen. Ich habe einen Ballon mehr, theoretisch, aber... Oh. Ist das furchtbar. Ist das furchtbar. Aber es ist nicht mehr ganz so unmöglich, wie ich gedacht habe erst. Wenn ich mir das hier so anschaue. Oh. Himmel. Es muss nur die Verbindung dahin. Ich muss nur die Verbindung dahin hinkriegen. Dann haben wir es. Es muss nur eine Verbindung zustande kommen. Nein! Nee. Das war genau das Falsche, glaube ich. Das wird, glaube ich, so nicht funktionieren. Okay. Sag niemals nie, wa? Okay. Na dann, auf geht's. Brückenbau, die zweite. Aber wo will er denn dann was hinschießen? Er schießt dann einfach hier Sachen hin, oder was? Okay. Nee. 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 Nee, auch nicht. Nee. Das kann nicht funktionieren. Die ist einfach zu schwer. Die Brücke ist zu schwer. Das kann ich hier noch einen von wegnehmen? Wahrscheinlich nicht. Oh nein, oh nein, 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 nein. Kann ich dich wegnehmen? Nee. Diese Brücke braucht vier Ballons. Da führt kein Weg dran vorbei. Und diese Brücke wird gleich zu schwer sein. Da führt auch... Ja, ich hab nicht mal was gemacht. Ich hab nicht mal was gemacht. Eigentlich muss man es so machen. Was anderes bleibt uns gar nicht. Das ist so gefährlich. Ich werde aber... Ach Mann, warum? Das gibt's doch nicht. Ich werde den Level nicht nochmal machen. Wir werden das irgendwie jetzt schaffen. Weil ihr glaubt ja wohl nicht, dass ich jetzt hier den Level nochmal mache. Das kannst du ja wohl sowas von vergessen.
Warum brichst du zusammen? Ich habe doch nicht mal was gemacht. Ach, Mann. Ist das scheiße, ey. Ey, ich entferne nur einen Ballon und schon ist alles kaputt. Das gibt's doch nicht. Und was ist das hier eigentlich? Was? Irgendwas ist doch hier passiert jetzt. Ja, okay, das... Man kann das natürlich auch strategisch platzen lassen hier. Man kann strategisch sagen... Ja... Warte... Nein, flieg nicht weg. So. Ja... Digga. Ja. Ja, genau so meine ich das aber. Man kann jetzt hier strategisch sagen, wir lassen hier ein bisschen was kaputt gehen. Um dann vielleicht nur noch drei zu brauchen. Warte. 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 So. Drei Ballons. Das hier ist ja absolut kein Problem, wenn hier ein bisschen was kaputt geht. So. Und jetzt weiter im Programm. Können wir das hier Ganze hier irgendwie saven? Es ist sehr, sehr eng. Alles. Aber... Aber wir haben es. Die Schlotze kommt. Es ist immer noch alles verbunden. Es ist zwar alles auf sehr, sehr wackeligen Beinen. Aber es funktioniert. Und wir kriegen ein neues Go. Okay. Okay. Das ist herausragend. Das ist wirklich herausragend, dass das geklappt hat. Jetzt, ich lasse den einfach mal schießen. Ist ja kein Bock mehr zu schießen. So. Jetzt ist aber natürlich auch noch die Sache, dass wir jetzt diese ganze Brücke hier noch schwerer machen müssen. Dadurch, dass wir jetzt diesen hohen Turm bauen müssen. Wir müssen es jetzt noch schaffen, hier einen Turm draufzusetzen, der nicht zusammenbricht oder sonst was macht. Und der dieses Rohr erreicht. Kriegen wir das auch noch hin? Das ist jetzt die große Frage. Das ist natürlich Schmutz hier. So. So. Ja, die weißen, ne? Die durch, also die gläsernen, die sind richtig. Die sind wichtig und richtig. Ja. Komm schon. 120, 120, 120. Ups. Ja. Let's go. Alter, was für ein Level. Heftig. Fordert alles ab, was man so gelernt hat in diesem Spiel, aber wir haben es gepackt. So, dann möglicherweise letzter Level, vielleicht vorletzter. Schauen wir mal. Zielort, Landungsstation. Es sieht nach dem letzten Level aus, wahrscheinlich. Log-Eintrag 4. Klopf, klopf. Punkt, Punkt, Punkt. Ist da jemand? Punkt, Punkt, Punkt. Meine Tür klemmt. Ich komme nicht raus. Punkt, Punkt, Punkt. Wäre ich auf einer schönen, ebenen Fläche gelandet, hätte ich sie vielleicht reparieren können. Ich bin schon lange in dieser Maschine. Und ich nehme an, ich werde noch ein wenig länger hier drinnen sein. Punkt, Punkt, Punkt. Es ist okay. Ich werde ein weiterer Teil der wunderschönen Landschaft werden.
So wie alles andere. Womöglich verbringe ich die Zeit damit, eine unveröffentlichte Graphic Novel über meine lange Reise zu schreiben. Oder vielleicht zähle ich höher und höher und schaue, ob die Zahlen weitergehen oder wieder bei Null landen. Oder ich versuche, mich an all jene zu erinnern, die ich zurückgelassen habe. Oder vielleicht ritze ich Höhlenmalereien und Bisons in die Seite meiner Maschine, um Anthropologen in der Zukunft wirklich zu verwirren. Oder sind es Büffel? Ich habe kein Wörterbuch eingepackt. Punkt, Punkt, Punkt. Was ist das da drüben? Oh, hallo, kleiner Fisch. Sei vorsichtig. Komm mir nicht zu nahe. Was auch immer du tust, halte dich von der Spitze meiner Maschine fern. Diese Rakete ist extrem explosiv. Ende der Durchsage. Aha. Okay. Wollen wir rechts rüber? Dann fliegen wir mal los, wa? Oder tanken wir erst? Was passiert, wenn er tankt? Kann er tanken? Was passiert, wenn er hier reingeht? Nichts. Na dann. Hey, er folgt meiner Maus. Jetzt nicht mehr. Dann fliegen wir mal über diesen schönen Hügel hier drüber. Und landen hoffentlich sicher. Da unten auf diesem schönen Podest. Sieht mir sehr nach letztem Level aus. Vor allem, weil die Fische wieder da sind. Und runter. Oh. Und vielleicht etwas sanfter. Aha. Worlds of Goo. It must have been a long journey. Someone had been watching for a long time. There were telescopic photos of familiar places and old friends. They had enjoyed the delicious juice-like product. Everything in the photos had eroded or washed away a long time ago. But it was nice to see them again. Wie, der war nur hier, um das Gut zu klauen? Rattensack. Oh. Oh. Ich nehme alles zurück. Traveler traveled, there sprouted all new worlds of goo. Und das war
World of Goo 2. Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die bis zum Ende geblieben sind. Es hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Das ist nochmal ein Step Up zu World of Goo 1, würde ich sagen. Die ganzen neuen Goo-Arten und so haben richtig, richtig Spaß gemacht. Kapitel 4 war auch mal was ganz anderes, sehr interessantes. Ja, insgesamt würde ich sagen, besser als sein Vorgänger. Auch wenn es sich ziemlich ähnlich angefühlt hat, mal abgesehen von Kapitel 4. Es hat wirklich super Spaß gemacht. Und ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht. Wenn euch dieses Projekt Spaß gemacht hat, dann lasst gerne Daumen nach oben da, lasst es mich wissen. Vergesst nicht zu kommentieren, zu abonnieren und zu favorisieren, wenn ihr mehr hier auf dem Kanal sehen wollt. Und ja, wir sehen uns dann wieder bei entweder einer Nintendo Direct Reaction oder bei Plucky Squire, der kühne Knappe, was als nächstes anstehen wird hier auf dem Kanal. Ebenfalls blind. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich lasse euch jetzt die Credits noch genießen und verabschiede mich schon mal und sage ein besonderer Dank, die Gruppe, die es nicht geschafft haben. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ich bin der Nike. Bis dann. Ciao, ciao. Danke fürs Spiel. Hello? Hello? Everything just went black. Okay, I guess I'll just wait here.